So, willkommen zu unserem nächsten Seminar. Jetzt geht es um das Thema Stellenausschreibungen, die Do's und Don'ts, die man beachten sollte als KMU. Bevor wir mit den Themen einsteigen, kurz zum Ablauf. Ich werde jetzt 30 Minuten Infos geben, meine Praxiserfahrung teilen und danach habt ihr die Gelegenheit, während 15 Minuten eure Fragen zu stellen. Dafür könnt ihr den YouTube-Livestream nutzen und direkt in den Kommentaren eure Fragen mit uns teilen. Wichtig dabei, ihr müsst auf YouTube eingeloggt sein, um diese Fragen stellen zu können. Dann noch der Hinweis, wenn es vielleicht mal etwas schnell geht oder wenn ihr diese Infos gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen teilen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir werden alle Aufzeichnungen des Livestreams, alle Unterlagen, Slides bei uns unter baluas.ch/Fachkräftemangel mit euch teilen, dies zum Download oder zum weiteren Teilen. Genau, bevor wir jetzt einsteigen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Deborah Moos. Ich arbeite seit ungefähr 2 Jahren bei Baluas und bin da im Team Employer Branding. Wir arbeiten daran, Baluas gegen innen und gegen außen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und machen dabei unterschiedliche Maßnahmen. Mein Fokus dabei ist unter anderem, die Stellenanzeigen zu schreiben oder auch zu prüfen. Also wir haben Stellenausschreibungen so im oberen dreistelligen Bereich pro Jahr, die wir ausschreiben für die Baluas in der Schweiz. Und da haben wir natürlich einige Erfahrungen sammeln können, wie man diese Ausschreibungen schreiben sollte oder eben nicht. So. Dann gehen wir rein ins Thema. Wie kann ich mit einer Stellenausschreibung dazu beitragen, die Stellen bei mir im Unternehmen zu besetzen? Und da stellt sich natürlich zuerst die Frage, ja, weshalb ist es denn überhaupt wichtig, eine Stellenanzeige zu schreiben? Reicht es nicht? Job, vielleicht noch Pensum, Aufgaben, fertig und heraus damit mit der Anzeige. So ist es eben nicht, weil eine Stellenanzeige ist häufig das Erste, was ein potenzieller Kandidat oder Kandidatin vom Unternehmen sieht und bekanntlich gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das heißt, in der Stellenanzeige sollten alle wichtigen Infos, die die Stelle betreffen, auch wirklich enthalten sein. Und im besten Fall fällt man eben auch noch auf mit einer Stellenanzeige, weil man kennt es selbst, du scrollst durch eine Jobplattform und siehst da Stellenanzeige, Stellenanzeige, Stellenanzeige und man geht da sehr schnell durch als potenzieller Kandidat. Und ja, da klickt man halt nur drauf, wenn es irgendwie auffällt, heraussticht oder man sich besonders angesprochen fühlt. Und da ist es natürlich auch so, es gilt nicht nur der Inhalt, der wichtig ist, sondern auch, wie die Stellenanzeige gestaltet ist. Auch damit kann man sich abheben, aber es geht natürlich Hand in Hand. Und das fragt man sich jetzt, was ist denn die Wirkung, die ich mit einer Stellenanzeige erzielen möchte? Also das heißt, man zahlt sehr stark auf das Image ein vom Unternehmen als Ganzes, aber natürlich auch als Arbeitgeber. Und es gestaltet auch den Rekrutierungsprozess effizienter, weil nichts ist frustrierender für rekrutierende Menschen. Man hat den CV einer Person geprüft, man hat den Lebenslauf studiert, man hat die Person eingeladen, sie kommt zum Gespräch und dann merkt man, irgendwie passt das gar nicht. Sei es jetzt von der Seite vom Kandidaten, dass er sagt, ja, aber diese Aufgaben, die du mir jetzt erklärst, das habe ich mir anders vorgestellt oder ich habe mir da ein anderes Bild davon gemacht. Oder umgekehrt, dass man als rekrutierende Person oder als Vorgesetzte denkt, diese Anforderung wäre ja klar gewesen, wenn du diese Ausbildung nicht mitbringst, dann hast du keine Chance, diesen Job zu machen. Also es ist ein gegenseitiges Einverständnis, wenn man die Stellenanzeige draußen hat, dass man dann eben auch sich verlässt auf die Informationen, die da drin sind. Und so kann man Kosten und Aufwände sparen und eben auch die Leute nicht frustrieren, wenn sie sich bewerben und es dann trotzdem nicht klappt. Auch ist es natürlich so, dass man einen Einfluss auf die Frühfluktuation hat, weil wenn man zum Beispiel die Stellenausschreibung gemacht hat, da viel versprochen hat, vielleicht dann in den Gesprächen nicht zu sehr auf die Aufgaben eingegangen ist, dann startet die Person und dann merkt sie, ich habe mir das irgendwie alles anders vorgestellt, man macht vielleicht die Einführung durch, dann ist es kurz vor Ende Probezeit und dann sagt man, das war nicht so, wie ich mir das erträumt habe und dann kommt es zu einer Kündigung und eben auch da war dann all dieser Aufwand quasi umsonst. Deswegen, Stellenanzeigen sind wichtig und deswegen schauen wir uns jetzt gemeinsam an, worauf man denn bei einer Stellenausschreibung achten sollte. Zuerst wieder ein kurzer Blick in die Zahlen. Hier sieht man die Top 5 Plattformen, die Arbeitgeber nutzen für Stelleninserate. Und man sieht hier, Jobsuche und Ausschreibung findet online statt. Also vieles wird auf Online-Jobbörsen ausgeschrieben. 81%. Dann schon deutlich darunter sind die Unternehmenskanäle, also die eigenen Kanäle, die zum Beispiel die Plattform jetzt von Baluas, wo wir unsere Stellen auf der Webseite ausgeschrieben haben.
Dann auch immer wichtiger Social-Media-Plattformen, die man nutzen kann für die Stellenausschreibung. Hier auch der Verweis, heute um 14 Uhr findet ein Webinar zum Thema Social-Media-Hacks für Arbeitgeber statt. Das wird sicher auch spannend sein für euch, um da noch einen Deep Dive in dieses Thema machen zu können. Was ich ebenfalls sehr interessant finde, ist das Thema Mitarbeitende werben Mitarbeitende an. Hier auch eben wichtig, das war beim letzten Seminar das Thema, dass man eben gegen außen das kommuniziert, was auch gegen innen gelebt wird. Und so kann man dann auch potenzielle, also kann man Mitarbeitenden zu Markenbotschaften für einen als Arbeitgeber machen. Und zuletzt immer noch relevant, Printmedien, 29%. Hier lohnt es sich auch zu vergleichen. Häufig ist online günstiger. Man kann online auch schauen, ja, wie viele Leute sind jetzt tatsächlich auf die Stelle gegangen, wie lange waren sie da drauf, hat es sie interessiert. Man kann auch Anpassungen machen an den Stellenanzeigen, wenn man merkt, irgendwie gehen nicht viele Leute auf die Stellenanzeige, vielleicht muss ich noch das ein oder andere Keyword einbauen, vielleicht muss ich diese Formulierung anpassen, und das geht halt bei Print nicht. Dafür kann man bei Print sehr spezifisch Leute erreichen, zum Beispiel kann man Inserate in Fachmagazinen machen, zum Beispiel kann man so IT-Kräfte spezifischer ansprechen, oder man hat auch sehr einen regionalen Fokus, zum Beispiel kann man in der Lokalzeitung die Lehrstellen ausschreiben, weil gerade bei dieser Funktion ist es auch wichtig, dass das Unternehmen lokal verankert sind. Leute möchten vielleicht nicht den Wohnort wechseln, um ihre Lehrstelle anzutreten. Deswegen könnte sich da zum Beispiel auch Printwerbung lohnen. Also immer schauen, was will ich erreichen mit der Anzeige, sondern da auch anpassen kann, welche Plattform, dass man für die Ausschreibung nutzt. Ich habe es schon gesagt, die Jobsuche findet online statt. Hier sieht man jetzt noch, welche Plattformen wie beliebt sind. Das ist jetzt die andere Seite, also vorhin die Zahlen, das war von Arbeitgebern, wo sie ausschreiben. Und hier hat man jetzt wirklich Personen gefragt, ja, wo schaut ihr denn und wo sucht ihr nach Jobs? Und hier sieht man jetzt, dass 42% sich über Stellenanzeigen die anschauen bei Online-Jobbörsen, also zum Beispiel bei Indeed oder Job.ch, dass sie da sehen, wo könnte ich mich denn bewerben, was passt zu mir. 26% gehen auf die Karriere-Webseite des Unternehmens. Das ist sicher spannend, wenn man schon einen gewissen Ruf hat, eine gewisse Bekanntheit hat als Unternehmen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man ein Startup ist, gerade erst gegründet, dann kennt einen noch nicht wirklich alle Welt und vielleicht gehen auch Leute nicht von sich aus dann auf eure Webseite. Deswegen da auch schauen, ja, wie hoch ist mein Ruf? Lohnt es sich in der Karriere-Webseite oder muss ich vielleicht doch noch andere Plattformen nutzen? Und dann auch noch mit 13% Stellenanzeigen bei Business-Netzwerken, zum Beispiel bei LinkedIn oder bei Xing. Das ist natürlich nicht ausschließlich, also man kann ja auch auf mehreren Plattformen unterwegs sein. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir schauen uns an, wie man eine Stellenausschreibung denn überhaupt schreiben soll. Und das hört sich meistens einfacher an, als es dann tatsächlich ist. Wir schauen uns zuerst die Basics an. Also das heißt, was muss sicher in der Stellenausschreibung drin sein? Zuallererst, und das setzen viele voraus, man muss schreiben, ja, was macht ein Unternehmen überhaupt? Weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute einen kennen. Man wünscht es sich zwar, leider ist es aber nicht immer die Realität. Deswegen kurz und einfach erklären, was man macht. Und immer sich denken, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Bar sitzen würde und jemand fragt dich, ja, was ist denn das für ein Unternehmen? Jetzt die Web-AG, was machst du genau? Was sind die Ziele von einem Unternehmen, dass das sicher drin ist? Dann die Frage, was umfasst der Job? Und da auch wirklich ehrlich sein und sich auch wirklich fragen, ja, was wird denn die Person bei uns machen? Und da ist es wichtig, ein gutes Gefühl zu vermitteln, ja, was werden die Aufgaben sein, auch nicht zu sehr ins Detail gehen, dass man dann schon überfordert ist und denkt, hui, ja, all das werde ich eh nicht schaffen, so schreckt man auch Leute ab, aber da ehrlich sein und gut verständlich erklären. Dann zu den Anforderungen, die der Kandidat oder die Kandidatin erfüllen soll. Da darauf achten, dass man einen guten Mix hat aus Hard Skills und Soft Skills. Also Hard Skills, das meint auch Ausbildungen, Zertifikate, gewisse Kenntnisse, die man haben muss. Also das sei jetzt irgendwie ausgezeichnete Excel-Kenntnisse oder einen Abschluss als Finanzplaner an der Hochschule. All das sind Dinge, die man darin haben kann. Gleichzeitig aber auch die Soft Skills nicht vergessen. Also welche persönlichen Eigenschaften muss ein Mensch mitbringen? Muss es jemand sein, der kreativ ist? Muss es jemand sein, der sehr strukturiert vorgeht? Soll es jemand sein, der gerne auf andere Menschen zugeht? Oder ist das gar nicht so gefragt bei dieser Stelle?
Und da wünscht man sich halt manchmal die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt es leider nicht wirklich auch auf dem Stellenmarkt, aber noch immer weniger. Deswegen sich auch fragen, ja, was ist es denn, was die Person wirklich mitbringen muss und was kann die Person vielleicht auch lernen? Auch das ist möglich. Gerade wenn man merkt, auf diese Anzeige kommen fast keine Bewerbungen rein, kann man sich auch fragen, ja, vielleicht ist der Markt gerade jetzt mit dem Fachkräftemangel auch irgendwie ausgetrocknet und vielleicht muss ich halt als Unternehmen dann auch Zeit investieren, um dieses Know-how aufzubauen, Stück für Stück. Und hier auch noch etwas, was mir am Herzen liegt, ist das Thema nicht zu viele Anforderungen reintun, weil wir haben gemeinsam mit einem Forschungsprojekt zusammengeschaut, wie es ist denn für die Geschlechterausgeglichenheit in einem Unternehmen. Wir haben bemerkt, dass Frauen eher zögern, sich auf eine Stellenanzeige zu bewerben. Wenn sie, sagen wir, 80% der Anforderungen nur erfüllen, dann bewerben sie sich eher nicht. Und Männer denken immer, wow, ja, ich erfülle 80% der Anforderungen, ich bewerbe mich hier ganz sicher. Und so merkt man, dass wenn man zu viele Anforderungen reinschreibt, Frauen sich eher nicht bewerben, obwohl sie gleich oder vielleicht sogar besser qualifiziert sind als Männer. Und da macht man eigentlich schon vorab eine Selektion und das ist natürlich schade, weil man möglichst ja den gesamten Pool an Talenten ansprechen möchte. Deshalb auch darauf achten, Anforderungen zu priorisieren. Dann auch wichtig, wir haben es heute schon mehrfach angesprochen, es geht immer mehr darum, dass man sich als Unternehmen bei Menschen bewirbt und nicht mehr, dass sich die Menschen beim Unternehmen bewerben. Also man muss auch klar darlegen, ja, was habe ich als Unternehmen zu bieten? Das kann die Kultur sein, das können Weiterentwicklungsmöglichkeiten sein oder es können auch Benefits sein, wie vielleicht der Obstkorb, gratis Kaffee oder was auch immer einem dann wichtig ist. Hier auch nochmal der Verweis auf das Thema Employer Branding, das wir heute schon um 10 Uhr besprochen haben. Der Livestream ist immer noch einsehbar und da kann man eben dann herausstellen, was sind die Benefits und was habe ich als Unternehmen zu bieten. Und dann zuletzt noch der Hinweis, das ist der Call to Action, wie wir es im Marketing nennen, also der wirklich der Aufruf dann zum Handeln an die bewerbende Person, dass sie auch weiß, ja, schön und gut, der Job gefällt mir, aber was muss ich jetzt tun, dass man auch klar sieht, wie man sich bewerben kann, welche Unterlagen man einreichen muss und auch was die Frist ist, damit man auch weiß, oh, diese Stelle ist nur noch bis morgen ausgeschrieben, ich muss mich beeilen und ich habe noch Zeit, um die und die Unterlage so vorzubereiten. So, das sind mal die Grundlagen. Das kann man als Checkliste so durchgehen, ob da alles so erfüllt ist. Und dann gibt es noch viele kleinere Faktoren, die man berücksichtigen muss, die aber am Schluss dann auch den Unterschied machen können. Ich nenne das jetzt mal gut in Form. Das heißt, wie kannst du deine Stellenanzeige in Form bringen? Hier gibt es diese Checkliste, die ihr bei allen Stellenausschreiben, die ihr macht, so durchgehen könnt. Der erste Punkt ist, weiß die Leserschaft nach 5 Sekunden, worum es geht beim Job? Also ist Stelle, Ort und das Pensum gleich ersichtlich? Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe schon oft gehört, ja, heutzutage hat man nicht mehr viel mehr Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber es gilt natürlich auch auf der Stellensuche. Das heißt, als Unternehmen muss man damit rechnen, dass Leute sehr schnell durch Stellenanzeigen durchgehen, auch nicht zu viel lesen wollen. Deshalb wichtig, hat man nach 5 Sekunden verstanden, worum es geht. Und ihr seht das hier rechts im Beispiel von uns, von Balwas. Wir haben bei unseren Stellenanzeigen immer einen kurzen Absatz, dein Job in Kürze, wo wir in wenigen Bullets beschreiben, was sind die Aufgaben, vielleicht noch etwas zum Team und am Schluss noch, was ist ein Benefit oder eine Besonderheit dieser Stelle und weshalb man sich da bewerben sollte. Also quasi noch so ein Zückerli, schon ziemlich am Anfang der Ausschreibung. Genau, dann zur Form. Der nächste Punkt ist, wurde Bild, Grafik, Thumbnail sowie die Stellenbezeichnung selbst entsprechend gewählt? Also entsprechend meint passend zum Job auch. Zum Beispiel, wenn man eine Lehrstelle ausschreibt, dass man da jetzt nicht eine 60-jährige Frau auf dem Foto hat, sondern dass das gut so zusammenpasst. Also sonst ist man irritiert und man klickt weiter. Dann auch die Frage, ja, an wen richtet sich dieses Inserat? Kann ich als Quereinsteigerin reinkommen oder brauche ich gleich eine Fachexpertise? Ist es etwas für Berufseinsteigende? All das kann man auch schon schnell in der Form, in der Headline oder irgendwo sonst im Inserat hinterlegen. Dann, Jobsuche findet auch vermehrt online, also online statt und dann häufig auch in der Mobile-Version. Also man kennt das, man ist vielleicht im Tram, man ist irgendwo unterwegs, scrollt da durch die Jobinserate und das findet meistens am Handy statt. Das merken auch wir bei uns in den Statistiken, dass die meisten Menschen am Handy
Jobs das erste Mal sehen und sich dann aber für die Bewerbung, für die vertiefte Auseinandersetzung dann in einen Computer setzen. Dies bedingt, dass die Stellenanzeigen sowohl mobile als auch am Computer gut angezeigt werden. Und dann zuletzt noch kann man auch Verweise machen in der Stellenausschreibung. Das verhindert auch, dass man da einen ewig langen Text schreibt, sondern man kann auch Verweise machen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, unsere Kultur ist toll, dann verweisen wir auf eine Webseite von uns, wo wir etwas über unsere Kultur erzählen. Oder wenn man als KMU sagt, ja, wir haben ein breites Angebot in unserem Friseurgeschäft. Wir machen auch noch Nägel und wir machen auch noch Nackenmassagen und all das. Dann, wenn man auf das Angebot eingehen kann, kann man das sehr gerne auch gleich verlinken in der Stellenanzeige. So, jetzt, wenn die Form geklärt ist, geht es nun darum, wie man denn eine Stellenanzeige schreiben muss. Also kann man sich da, man kann sich da auch im Ton vergreifen und auch welcher Stil denn angebracht ist. Dann das ist hier wieder der Punkt, ist das Wichtigste zuerst. Das hilft eben auch, dass man sich schnell einen Eindruck von der Stelle machen kann. Gerade der Titel ist sehr wichtig, dass man ihn gut wählt, also dass man keine Füllwörter drin hat und auch die Keywords zur Stelle im Titel sind. Auch beim Titel möchte ich noch anmerken, wichtig da, dass man Wörter nimmt, nach denen auch gesucht wird und dass es authentisch ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Stelle als Hauswart ausschreiben möchte, dann nützt es nicht, wenn man da schreibt, ja, Executive Facility Manager, irgendwie sowas, dann denkt man sich, worum geht es jetzt da genau? Sondern man sollte einfach die Stellentitel so wählen, vielleicht auch wie die Ausbildung dazu benannt ist und auch so, dass es verständlich ist, ohne jetzt da Fachwörter reinzunehmen. Hier seht ihr jetzt das Beispiel von dieser Lehrstelle. Da haben wir geschrieben, ja, eben die Lehrstelle, Mann, Kauffrau, EFZ, da haben wir jetzt eben darauf geachtet, dass da der Abschluss, den die Leute dann erzielen werden, den Ort haben wir drin und dann noch mit Bank, damit man auch weiß, um welchen Bereich das es da geht. Der zweite Punkt. Ist ein Text aktiv geschrieben? Keine Passivsätze mit Werden. Ich möchte hier keine Deutschlektion draus machen, aber ich möchte erklären, was das bedeutet. Aktiv meint, man schreibt nicht Administration für Kundenberatende, sondern man schreibt ja, du unterstützt oder du leistest Mitarbeit bei dem und dem, sondern dass man einfach keine Werden-Wörter verwendet, sondern dass man Leute gleich mit einbezieht, indem man die Sätze aktiv schreibt. Also was kannst du machen und nicht, dass man da ewig lange Satzkonstruktionen darauf baut oder dass man sagt, du kannst und du dürfst und du willst, dass man das nicht macht, sondern einfach gleich sagt, worum es geht. Also nicht, du wirst unsere Kunden beraten oder du kannst diese und jene Ausbildung machen, sondern du machst die Kundenberatung oder du berätst unsere Kunden noch besser, dass man gleich mit einbezogen wird und es wirkt viel attraktiver. Genau, hier nochmal das Beispiel jetzt von einer Beraterstelle, von unserem Bankgeschäft. Da seht ihr, beim was dich erwartet, haben wir zuerst einen Fließtext geschrieben, um die Atmosphäre zu beschreiben, um auch zu sagen, ja, was erwartet einen da? Und dann die Aufgaben in Bullets geschrieben. Also zum Beispiel, du hilfst bei der Erstellung von Präsentationen und organisierst Event. Wir haben nicht geschrieben, Erstellung von Präsentationen und Organisation von Events. Also dass man das wirklich aktiv formuliert. Dann der nächste Punkt. Hast du überprüft, ob es Nomen drin hat, die durch Verben den Satz einfacher machen? Das heißt, was wir nicht möchten, ist Überprüfung und Erstellung von Offerten. Da schläft man fast ein schon beim Lesen, sondern es geht darum, du erstellst und überprüfst die Offerten. Du bist dabei, du machst das, du kannst das. Und so kommt es mit diesem kleinen stilistischen Kniff, kann man da schon eine große Wirkung erzielen. Genau, hier nochmals in groß das Beispiel, du erstellst und überprüfst Offerten oder wie man es nicht machen soll, Überprüfung und Erstellung von Offerten. Der nächste Punkt. Hast du alle Fachausdrücke erklärt und gleich durch deutsche Ausdrücke ersetzt? Kann man zurückdenken an das Facility Manager Beispiel. Dann auch die Füllwörter, hast du die weggestrichen? Und hast du aus langen, komplizierten Sätzen zwei Sätze gemacht? Und ihr seht hier rechts auch wieder zwei Beispiele, wie es gut ist und was man eben vermeiden soll. Ihr seht da beim Du
Wir haben das in Bullets aufgesplittet. Das macht es viel, viel leserlicher. Wir merken durch Social Media, durch unsere Schnelllebigkeit der Gesellschaft, wir haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir wollen Texte schnell scannen können. Und das hilft eben, wenn man Sätze in Bullets unterteilt. Gleichzeitig könnt ihr auch schauen beim Don't-Text. Da schreiben wir: Wir suchen eine Fachfrau Kinderbetreuung mit fundiertem pädagogischen Fachwissen, einschlägiger Berufserfahrung und fundierten Kenntnissen in den Bereichen frühkindliche Entwicklung, Montessori, bla 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 bla. Ihr merkt schon, das ist ein sehr, sehr langer Satz und da hört man irgendwann auch auf zu lesen. Deswegen besser einfach schreiben: Ja, wir suchen, du hast sehr gute Kenntnisse in frühkindlicher Entwicklung und verschiedenen pädagogischen Ansätzen. Man muss jetzt nicht schon im Inserat darauf angehen, dass es mit Montessori-Pädagogik, Regio-Pädagogik, Sprachförderung und bla bla bla, wenn das nicht so zentral für die Stelle ist. Da gut Prioritäten setzen, wie fest will ich ins Detail gehen und eben auch vielleicht Fachausdrücke, die nicht so relevant sind für die Stelle, auch einfach weglassen oder einfacher schreiben. Genau, hier nochmal der Vergleich. Was da auch noch spannend ist, zum Beispiel schreibt man da beim Don't, du bist in der Lage, eigenständig Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Ja, was meint denn Konzepte? Das ist wenig fassbar. Und beim Du, seht ihr, beim dritten Punkt haben wir das ausformuliert. Also zum Beispiel herbstliches Basteln, ein Ritterturnier, da springt gleich die innere Vorstellungskraft an und man überlegt sich, ah, okay, ja, das ist cool, die machen solche Dinge. Man kann sich da auch gleich positionieren als Kinderkrippe, die auch mal coole Dinge umsetzt, wo man kreativ sein kann. Und man schreibt das nicht explizit, sondern macht das implizit, indem man eben diese Beispiele anführt und eben nicht nur von irgendwelchen Konzepten schreibt, sondern Beispiele gibt. Und das ist auch ein großer Faktor, um dann auch Stellenanzeigen abzuheben. Und da sind wir auch schon beim Punkt, eben Beispiele geben zu Aussagen. Das kann sein beim Aufgabenbeschrieb, aber auch bei den Benefits, also was man als Arbeitgeber zu bieten hat. Zum Beispiel schreiben viele, viele Unternehmen, das ist fast bei allen Unternehmen drin, ja, bei uns ist die Arbeit flexibel und familienfreundlich. Ja, aber was heißt das? Vielleicht denkt jemand, ah, familienfreundlich, dann haben sie sicher eine unternehmenseigene Krippe oder da arbeiten viele Menschen mit Kindern und haben Verständnis, wenn ich vielleicht mal mein Kind nicht in die Kita bringen konnte. Aber vielleicht heißt das ja auch, man hat einfach Gleitzeit, man kann sich die Arbeitszeiten flexibel gestalten. Und deswegen ist es gut, wenn man gleich in der Stellenanzeige schreibt, ja, was meinen wir mit flexibel oder mit familienfreundlich? Und so weckt man keine falschen Erwartungen, ist authentisch und die Leute wissen gleich, ja, passt das zu mir oder passt das nicht. Genau, hier nochmal das Beispiel. So, dann der nächste Punkt. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dieser Call to Action, also ist eine Handlungsaufforderung im Text enthalten. Hier ist wichtig, dass man Bezug darauf nimmt, wie man sich jetzt bewerben kann. Also eine klare Frist setzt, bis wann man die Bewerbung einreichen kann, was es dazu braucht und eben zum Beispiel auch schreibt, ja, ein Motivationsschreiben braucht es gar nicht, weil auch wenn man diesen Prozess einfacher gestaltet, um sich zu bewerben, kann man sich abheben als Unternehmen. Also dass man dann vielleicht denkt, ja, bei diesem Unternehmen ist klar, es sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, aber man kann sagen, ja, da muss ich ein Motivationsschreiben schreiben, da nicht. Da kann ich es einfach mal probieren und schauen, ob es klappt. Und so macht man auch diese Schwelle runter für Menschen, ob sie sich jetzt bewerben möchten oder nicht. Der nächste Punkt, verwendest du ausschließlich beschreibende und sinnvolle Adjektive? Sinnvoll, was heißt das? Das meint, dass man eben nicht Adjektive verwendet, die nichtssagend sind. Also zum Beispiel, wenn man schreibt, ja, wir wünschen uns, dass du unsere Kundschaft professionell berätst. Ja, professionell, was heißt das? Klar, ich meine, wenn man sagt, ja, man will niemanden, der seine Kunden unprofessionell berät, das ist genau auch der Tipp. Also wenn man das gegenteilige Wort in der Stellenanzeige verwendet und das wäre absurd, dann ist es kein sinnvolles Adjektiv. Also hier könnte man zum Beispiel eher schreiben, du berätst unsere Kundinnen und Kunden basierend auf ihren Bedürfnissen, du berätst sie zu all unseren Versicherungs- und Bankprodukten, 360-Grad-Beratung, du berätst sie irgendwie mit Fokus auf Vorsorgethemen, dass man beschreibt, ja, was erwartet man dann von Personen konkret. Und dann hier zum Stil und Ton noch der Punkt, ja, verwendest du klare Satzstrukturen? Also wenn man hier schon beim Beispiel sieht vom Don't, könnt ihr hier mal reinschauen. Wenn man jetzt hier schreibt, ja, Events werden konzipiert, Idee, Zielgruppe geplant, Budgetierung, Zeit, Ort und umgesetzt.
Lieferantenmanagement, Moderation, das macht es sehr unleserlich, wenn man da noch tausend Klammerbemerkungen macht. Dann ist es besser, wenn man das auseinandernimmt, aktiv wieder formuliert und all die Formulierungen auch wirklich so ausformuliert. So. Ihr seht, wir haben jetzt hier sehr viele Beispiele gemacht, wie ihr diese Stellenausschreibung auch formulieren könnt, zu Stil, Ton, Inhalten, Struktur. Und gleichzeitig stellt sich auch immer häufig die Frage, ja, Stellenanzeigen, ist das heute überhaupt noch relevant? Ist das ein Auslaufmodell? Gerade kürzlich in den Medien, vielleicht habt ihr es mitbekommen, JobShot ist eine neue App, in der man eben gar keine Stellenausschreibung mehr klassisch drin hat, sondern Unternehmen sich via Video vorstellen können und die Menschen sich dann auch via Video bewerben können. Und da seht ihr jetzt, da ist ja nichts drin von all diesen textlichen Kniffen, die ich da gezeigt habe, auch inhaltlich ist das in 30-sekündigen Videos, kann man nicht alles das reinbringen, was ich habe. Und deshalb stellt sich die Frage, ja, sind Stellenanzeigen noch zeitgemäß? Auch wenn man jetzt auf Plattformen unterwegs ist, wie zum Beispiel job.ch, fällt einem auf, irgendwie sehen diese Stellenanzeigen doch alle gleich aus. Eben alle schreiben ein bisschen familienfreundlich, alle schreiben ein bisschen flexibel. Da ja, hat man gar nicht mehr so diesen Alleinstellungsfaktor als Unternehmen. Auch, und das hören wir häufig bei uns, sagen Leute, ja, wenn wir jetzt auch diese Stellenausschreibung machen, schön und gut, aber wenn dann keine Bewerbungen reinkommen, ja, hat es auch nicht gebracht. Also, dass dann Leute sagen, ja, wir müssen einfach viel stärker auf Active Sourcing gehen. Also, wir müssen jemanden anstellen, der Personen explizit anschreibt, explizit auf LinkedIn unterwegs ist und so nach Talenten sucht. Und diese Stellenanzeigen, dieses passive Warten, bis sich jemand bewirbt, das bringt gar nichts. Und die letzte Kritik, da habe ich eben dieses Beispiel schon gemacht mit JobShot, dass man dann eben auf diese verkürzte Aufmerksamkeitsspanne einzahlt, dass man sagt, ja, Stellenanzeigen, das liest eh niemand mehr und man möchte eher einfach überzeugt werden und jetzt nicht sich selbst da noch durch all diese Texte lesen. Was ich dagegen dann noch kontern möchte, das ist eben genau, dass Stellenanzeigen vielleicht jetzt anders wichtig sind, aber immer noch genauso wichtig sind. Weil dieser Club der Gleichen, wie wir es vorhin genannt haben, also dass alle Stellenanzeigen immer ähnlicher aussehen, das kann man auch als Chance nutzen. Denn wenn man weiß, dass alle Stellenanzeigen ähnlich aussehen, kann man eben hervorstechen, wenn man mal etwas anders schreibt oder etwas anders macht. Also zum Beispiel seht ihr da das Beispiel Best Job Ad Ever. Also da hat eine Unternehmung gesagt, ja, wir machen die Jobausschreibung anders. Wir schreiben einfach, ja, wir suchen einen Grafikdesigner und schreiben ja gar nicht mehr dazu. Es stellt sich die Frage, ja, ist das überhaupt eine Stellenanzeige? Das würde ich jetzt sagen, ist eher eine Marketingmaßnahme, mit der man dann auf den Job und die Stellenausschreibung aufmerksam machen muss. Dasselbe gilt auch für Active Sourcing. Also klar, man kann Leute anschreiben und sie so den Erstkontakt herstellen, aber danach werden dann genau diese Fragen kommen, ja, was sind meine Aufgaben, was erwartet ihr von mir und welche Benefits habt ihr? Und da wird dann der Moment kommen, wo man auch wieder auf die Stellenanzeige verweist, weil die Stellenausschreibung ist ja mehr als nur dieses passive Warten, sondern es ist auch die Zusammenfassung des Jobs gegen außen. Und deswegen ist die Stellenanzeige immer noch wichtig. Einfach vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt der Betrachtung. Und dann noch das Letzte, diese videobasierte Stellenplattform, wie es jetzt eben zum Beispiel auf JobShot gezeigt wird. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also was wir zum Beispiel auch immer häufiger machen, ist, dass wir Videos bei unseren Stellenanzeigen integrieren. Also dass wir Teams oder Vorgesetzten die Chance geben, sich auch selbst zu zeigen. Und vielleicht, das muss gar nicht so kompliziert sein, das kann mit dem Handy gefilmt sein, einfach auf die Tonqualität achten, vielleicht ein Ansteckmikrofon verwenden, aber dann könnt ihr das ganz easy bei euch im Team, vielleicht mal einen Teamtag, ein Video aufnehmen, wo jeder kurz sagt, hallo, ich bin Deborah und ich mache das und das und wir würden uns freuen, wenn du zu uns ins Team kommst. Und so kann man auch schon diesen persönlichen Touch einer Stellenanzeige verleihen. Und das muss gar nicht so aufwendig sein, aber das hebt einem halt sehr ab und ja, schafft auch für Aufmerksamkeit. Und dann auch noch der Hinweis, ja, man muss auch nicht auf so einer Videoplattform unterwegs sein, um Videos zu nutzen. Also man kann auch klassisch Social Media Werbung machen und dann auf eine Stellenanzeige verlinken. Und so kann man sich eben auch insgesamt, auch in der heutigen Zeit, noch über die Stellenanzeigen differenzieren. So, dann ist jetzt die Gelegenheit, um eure Fragen rund um das Thema Stellenanzeigen zu stellen. Ihr könnt diese gerne jetzt mit uns teilen, wenn ihr das in den YouTube-Livestream schreibt.
Schau mal, was da für Fragen hereingekommen sind. Hier die Frage von Kobi Bulavoy aus dem Chat. Sind Headhunter nicht besser, um Fachkräfte zu gewinnen? Also ich muss hier dazu sagen, natürlich ja, Headhunter haben in der Regel viel Erfahrung, indem sie spezifische Stellen oder Positionen besetzen können. Also gerade bei Stellen, die ein bestimmtes Anforderungsprofil erfüllen müssen, sei es zum Beispiel jetzt im IT-Bereich, wo man auch selbst schon Fachwissen haben muss, um entscheiden zu können, ja, ob diese Person überhaupt geeignet ist für diese Stelle oder nicht, kann es sich lohnen, auf Headhunter zuzugreifen. Was bei Headhuntern halt wirklich entscheidend ist, die sind sehr, sehr teuer. Also das merken wir auch bei uns, wenn wir die einsetzen, für spezifische Stellen. Wir setzen die sehr punktuell ein, wenn wir Mühe haben, eine Stelle zu besetzen, da über lange Zeit keine Resonanz reinkommt, auch wenn wir die Stellen beworben haben, dann machen wir das über Headhunter. Aber das ist sehr, sehr teuer. Also es kann sehr schnell viele tausend Franken kosten, diese Stellen zu besetzen. Und Headhunter sind dann auch, sie haben halt auch den Anreiz, dann möglichst viele Profile reinzubekommen. Die haben dann vielleicht auch Provision schon dadurch, dass sie nur mal Bewerbende reinbekommen. Aber man merkt dann auch, Headhunter können ja das Unternehmen dann trotzdem nicht so authentisch verkaufen, wie das jemand kann, der dann selbst schon im Unternehmen ist und die Kultur vielleicht auch nicht so rüberbringen. Also wir haben den Kostenfaktor von Headhuntern und wir haben diese Distanz zum Unternehmen an sich, was bei Headhuntern vielleicht auch eine Problematik ist. Und hier auch wieder Headhunter, das schließt nicht aus, dass man eben auch auf die Stellenanzeigen achtet. Also man, gerade auch Headhunter, die gehen ja dann trotzdem auch mit den Menschen die Stellenanzeige durch. Deshalb sind auch die Stellenanzeigen immer noch wichtig. So, die nächste Frage. Genau, die Frage von Celine Huwiler. Gehaltsspanne bei der Stellenanzeige bereits nennen oder nicht? Das ist eine sehr spannende Frage, das diskutieren wir auch bei uns immer wieder intern. Also wir haben das pilotmäßig schon bei manchen Stellenanzeigen dazu geschrieben. Das kam auch gut an, weil man so eben auch gleich die Erwartungen mit einbeziehen kann von den Mitarbeitenden und man auch transparent schafft, ja, hey, wie viel können wir überhaupt bezahlen? Und so spart man sich dann auch Zeit im Prozess, weil sich vielleicht manche Leute gar nicht bewerben. Gleichzeitig muss man sich dann auch fragen, ja, zieht man dann da die richtigen Leute an? Also es kann ja auch sein, wenn dann eine gewisse Gehaltsspanne drin ist, dass sich dann auch Leute bewerben und sagen, wow, da verdiene ich so viel, da probiere ich es einfach mal, da lohnt es sich. Und Leute sollten sich ja nicht nur des Geldes wegen bewerben. Auch ist dann halt die Wirkung gegen intern sollte man da nicht unterschätzen. Also wenn man da plötzlich schreibt, ja, wenn du jetzt da als Kauffrau ins Unternehmen kommst und du schreibst einen gewissen Lohn rein, dann musst du aber auch sicherstellen, dass du auch intern im Unternehmen dann das selbe Gehaltsgefüge hast, weil sonst kannst du halt auch intern dann viele Menschen ja, halt verunsichern, wütend machen oder dann, oder wenn die Leute einen höheren Lohn haben, dann ist das auch komisch. Also deswegen auch schauen, dass man dann intern die Hausaufgaben gemacht hat. Aber grundsätzlich ja, ist diese Transparenz sicher auch gut, um einen als transparenten Arbeitgeber so zu positionieren. Dann die Frage von Roman Bader, Video mit Link auf Stellenanzeige oder Stellenanzeige mit Link auf Video oder sowohl als auch. Ich würde hier sagen, sowohl als auch. Also, was natürlich der Best Case wäre, ist, dass man das Video direkt in der Stellenanzeige einbinden kann, damit da nicht ein Sprung passiert. Also, dass man einfach auf einen Blick Stellenanzeige und Video so hat. Falls das nicht möglich ist, ist auch die Frage, auf welcher Plattform ist man unterwegs. Also, das heißt zum Beispiel auf Social Media, da ist man sehr affin auf Bewegtbild, auf Ton. Deswegen da einfach gleich das Video in den Fokus stellen und dann am Schluss oder in der Caption dann den Verweis machen, hey, wir haben diese Stelle ausgeschrieben, jetzt hier auf den Link klicken und dann kommen Sie auf die Stellenanzeige, wo da im Bestfall dann das Video gleich eingebunden ist oder aber, dass es dann einen Link darauf hat, wo man dann wirklich sehr prominent auch diesen Link platziert, damit die Leute dann auch wirklich darauf klicken, um das Video so auch präsent zu positionieren. Okay, dann die nächste Frage, nochmals von Céline Huwiler. Ja, vielen Dank für das Interesse, sehr cool, wenn hier Fragen reinkommen. Ihr schreibt, ihr habt zum Beispiel nur 4 Wochen Ferien. Soll das dann erwähnt werden, obwohl nicht wirklich positiv ist?
Genau, also ich finde bei 4 Wochen Ferien, ich finde es authentisch, wenn man das schreibt. Ich setze auch ein gewisses Erwartungsmanagement, dass das schon gegen außen ist. Aber man kann natürlich dann auch damit spielen und gerade das hervorheben. Man kann zum Beispiel sagen, ja, wir sind zum Beispiel ein Start-up, wir können vielleicht jetzt noch nicht die großen Ferienzeit bieten, aber hey, dafür fühlt sich bei uns Freitagabend irgendwie mit dem Feierabendbier irgendwie fast schon an wie Ferien, mit einem Augenzwinkern. Und man kann sagen, ja, wir arbeiten weiterhin jetzt darauf hin, um ständig unsere Gehalt oder unsere Benefits zu verbessern. Wir haben ja jetzt vielleicht noch 4 Wochen, aber vielleicht, wenn du auch mithilfst und so, dass wir da irgendwie eine Verbesserung hinkriegen können und gleichzeitig auch den Verweis machen, ja, wir haben vielleicht das nicht, dafür kannst du dich bei uns einsetzen, du kannst eigene Projekte verfolgen, du kannst dich bei uns weiterentwickeln. All das sind Dinge, man kann damit spielen. Also das heißt, ich bin immer ein großer Fan davon, einfach authentisch zu sein als Arbeitgeber, ehrlich zu sein und dieses auf Augenhöhe mit dem Kandidaten und der Kandidatin zu machen, weil ich meine, es bringt dir nichts, wenn du das jetzt nicht schreibst in der Stellenanzeige und dann kommen die Leute und sind dann enttäuscht, wenn sie dann nur diese 4 Wochen Ferien sehen. Und ich glaube, wenn man sonst einen guten Job in der Stellenanzeige gemacht hat, dann wird das jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium sein mit den 4 Wochen, dass sich dann Leute deswegen nicht bewerben. Gut, dann schaue ich gerade kurz, ob noch weitere Fragen reingekommen sind. Also gerne auch Beispiele von euch teilen, wenn ihr im Unternehmen konkrete Fälle habt. Gerade das war spannend mit den 4 Wochen, weil das ist auch etwas, eben bei Großunternehmen wie uns hat man andere Möglichkeiten als jetzt bei KMU. Okay, Active Sourcing. Die Frage hier zu Gendern, ja oder nein? Zum Beispiel hier, wenn ich eine Schreinerei habe, die nur Männer hat, was soll man da tun? Und das ist auch wieder so ein Case, den wir haben. Ja, klar, eine Schreinerei, da geht es darum, auch authentisch zu sein. Wir hatten den Fall auch schon, dass ich bei Stellenanzeigen dann gegendert habe und dann kam der Linienvorgesetzte und hat gesagt, hey, das macht gar keinen Sinn, weil wir haben bei uns nur Männer. Gleichzeitig wird es ja nie einen Wechsel geben, wenn man eben auch nicht auf darauf aufmerksam macht, hey, auch als Frau kannst du bei uns erfolgreich sein oder auch als Frau kannst du dich bei uns einbringen. Deswegen würde ich sagen, ja, schreib zum Beispiel, du kommst in ein Team von 5 Männern da, oder von 5 Schreinern, da nicht gendern, weil es nicht authentisch wäre. Gleichzeitig bei der Ansprache von Kandidatinnen und Kandidaten darauf achten, dass man trotzdem gendert. Weil ich meine, wenn man Frauen ausschließt, dann schließt man automatisch auch etwa 50% der potenziellen Kandidaten oder Kandidatinnen aus. Vielleicht, wenn man das Gefüge anschaut, bei Schreinern haben vielleicht weniger Frauen diese Ausbildung. Aber deswegen würde ich schauen, dass man trotzdem aus den Vollen schöpfen kann in einem Kandidatenpool und dann nicht irgendwie Leute verwirrt oder abschreckt mit einer Formulierung, die ein einfacher Kniff wäre, um dann trotzdem die Personen anzusprechen. Okay, dann warte ich gerade noch kurz auf eine nächste Frage. Die kam per Mail rein zum Thema Active Sourcing. Leute anschreiben. Wie funktioniert das denn oder wie finde ich Leute? Also wir betreiben viel Active Sourcing über LinkedIn. Das heißt, dass Rekrutierende von uns über LinkedIn dann schauen, ja, gibt es potenziell passende Personen bei uns auf LinkedIn, die da unterwegs sind. Und ein Tipp da, bevor man überhaupt auf LinkedIn rausgeht, ist sicher, dass man als Person, die Active Sourcing betreiben möchte, sich Gedanken macht, ja, wen suche ich denn? Dass man schon einen guten Katalog an Anforderungen hat, bevor man überhaupt die Suche startet. Und es gibt da unterschiedliche Lösungen bei LinkedIn. Wir haben zum Beispiel eine spezifische Lösung jetzt mit LinkedIn Recruiter Seats. Das ist ein Programm, wo man dann auch spezifisch nach Kenntnissen und Skills der Personen filtern kann. Aber auch wenn man das nicht hat, kann man spezifische Dinge suchen. Und da kann man dann Kandidaten suchen, die passen würden. Und dann ist natürlich der erste und wichtigste Moment, ja, wie schreibe ich eine Person an? Und da gibt es so eine Balance aus, ja, das Anschreiben muss persönlich sein, man muss gleich wissen, worum es geht und gleichzeitig auch nicht zu lange Monologe schreiben, weil sonst lesen es die Leute nicht mehr. Und ich würde auch besser da auf Klasse statt Masse setzen, weil wenn man da einfach an 10 Leute das exakt selbe Anschreiben schreibt auf LinkedIn, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leute das gar nicht lesen oder gleich wieder wegklicken und nicht mal antworten. Deswegen spezifisch auf eine Person anpassen, schreiben,
Hey, ich habe gesehen, du hast an der Uni Bern diesen Abschluss gemacht. Das würde mega gut zu uns passen, aus den und den Gründen. Oder ich habe gesehen, du engagierst dich freiwillig noch in einem Tierheim. Und bei uns in der Firma haben wir eine Teamkatze, die jeden Tag bei uns ist. Also auch überraschende Elemente einbauen in dieses Anschreiben. Und so kommt man dann wirklich auf Aufmerksamkeit. Und dann noch der letzte Punkt, das ist ja auch nicht getan mit dem Anschreiben auf LinkedIn. Also man hat vielleicht dann den Kontakt hergestellt, aber danach muss man auch als rekrutierende Person dranbleiben, weil wenn die dann antworten, erwarten in der Regel auch sehr schnell eine Antwort und dass es dann auch im Prozess weitergeht. Also man kann auch nicht 100 Menschen anschreiben und dann kommt man gar nicht mehr nach mit Antwort geben, weil das wirkt dann auch sehr unprofessionell und verschreckt dann auch wieder Kandidaten. Also dann den Prozess auch sauber weiterfahren. Okay, dann sehe ich, es sind keine weiteren Fragen reingekommen. Dann bedanke ich mich für die vielen Fragen. Es war sehr, sehr spannend und verweise damit auf den nächsten Slot, den wir um 14 Uhr haben. Da wird es dann ums Thema Social Media gehen. Vielen Dank und eine gute.